Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Heute spielen wir als der Deinosuchus Renekton weiter. Das ist, glaube ich, schon die vierte Episode, also der überlebt schon sehr, sehr lange. Dieser ist ein zu 100% ausgewachsener Deinosuchus. Wir machen hier gerade eine kleine Landwanderung zum nächsten Gewässer. Denn ich möchte jetzt mal so ein bisschen den Westen erkunden. Oh, hier ist sogar ein Pteranodon über uns. Aber ich wollte halt ein bisschen die Zeit nutzen, weil es noch mitten in der Nacht ist, dass ich dann halt mal so ein bisschen umherschwimme. Und deswegen fand ich es mal ganz spannend, hier von diesen Standardgewässern wegzukommen und einfach mal in eine andere Richtung zu schwimmen. Und wenn es dann Tag wird, können wir ja wieder so langsam in Richtung dahin gehen, wo halt viel los ist. Oh, der greift uns sogar an. Soll er mal nochmal machen. Dann versuche ich aber zuzuschnappen. Na komm. Komm her. Trau dich noch mehr. Ist der gerade abgestürzt ins Wasser? Ne, den Wasserfall ist runtergeflogen. Okay. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht hinterher schwimmen. Ganz schön frech. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall unterwegs in Richtung Westen. Ich denke nicht, dass hier so viel los ist, aber vielleicht sehen wir den einen oder anderen Saurier. Ja, hier ist ein Wasserfall. Da müssen wir einmal jetzt wieder eine Wanderung an Land machen. Aber ich höre auch die ganze Zeit Raptoren und Kanus. Ein Land ist halt natürlich für uns immer etwas gefährlicher. Aber ich denke, selbst wenn jetzt irgendwie so ein paar Raptoren kommen oder sowas, ich glaube nicht, dass die große Chance haben. Selbst wenn es 10 Stück oder so sind. Ich glaube, die können mich nicht stoppen, dass ich da oben wieder ins andere Wasser komme. Oh, da ist sogar was, wo ich es gerade gesagt habe. Einfach ein Raptor. Jetzt muss ich es gleich beweisen wahrscheinlich. Gleich kommt das Pack mit 10 Stück. Und wieder ab ins Wasser. Da fühle ich mich auch wohler. Und schnell abtauchen. Weil es wäre schön, wenn wir mal ein bisschen irgendwie eine größere Beute oder so machen würden, damit wir uns mal wieder vollfuttern können. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen am Hungerlimit, sage ich mal. Und fress mich halt mit Fischen voll. Das ist halt nicht so toll. Wäre halt cooler, wenn es irgendwie die Diät wäre. Wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen weiter wandern. Aber wir müssen gleich nochmal aus dem Wasser raus, wenn ich da bin, wo ich hin möchte. Das wird nochmal spannend. So, wir sind an dem Ort angekommen, wo ich hin wollte. Und wir werden jetzt hier nochmal Ausdauer tanken. Und dann müssen wir jetzt eine etwas längere Landwanderung machen. Wir müssen halt echt gucken, dass wir nicht austrocknen, weil der verliert super schnell Wasser. Und wir sollten das Wasser auch jetzt verlassen, weil da vorne ist ein super Fisch. Der wird uns sonst fressen. Da müssen wir aufpassen. Also ganz schnell weg hier. Oh Gott, er geht an Land. Oh nee. Der wandert mit uns. Oh mein Gott, er begleitet uns. Vielleicht ist er auch unser Freund. Super Fisch. Scoute für uns die Gegend. Du kannst es machen. Warne uns, wenn da was ist. Oh, jetzt fliegt er auch. So geil. Oh Mann, diese Fische. Aber ich glaube, so viel Angst brauchen wir auch gar nicht zu haben. Weil ich glaube, wir sind sehr, sehr tanky. Und vom Damage her kann uns wahrscheinlich nur ein Stego gefährlich werden. Alles andere sollten wir wahrscheinlich in die Flucht schlagen können oder töten können. Aber am meisten Respekt habe ich, glaube ich, vor anderen Crocs. Da müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich da, wo wir jetzt hingehen, ist wieder alles belegt mit anderen Crocs. Da gehe ich von aus. Was haben wir denn da gefangen? Das war aber nicht die Art Fisch, die ich gerade fangen wollte. Na, ist egal. Ich wollte eigentlich diesen großen Fisch haben, weil der bringt was für die Diät. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob der Ort da vorne belegt ist. Sieht aber nicht so aus. Ansonsten kann ich ja eigentlich fast erstmal hier bleiben.
Aber an sich ist der Ort nicht schlecht. Wenn ich hier meine Ruhe habe, dann ist das auch super. Da sind auch andere Saurier. Ich glaube, das ist ein Raptor da oben auf dem Felsen. Wenn die dann trinken kommen, könnte ich die auch snacken. Aber ich hoffe natürlich auf irgendwas Größeres. Ein Kano oder ein Cerato oder so. Das wäre eine schöne Beute. Das sind Troodons, ne? Soll ich die mal erschrecken? Gucken, ob die runterfallen? Ah, verrate ich mich, ne? Die Raptoren kriegen das ja auch mit. Ich lasse es mal lieber. Oh, da kommt ein Raptor. Jetzt könnte es interessant werden. Raptor, fall rein. Da ist der Raptor. Komm schon, fall ins Wasser. Der will auch was trinken, glaube ich, ne? Guck mal, die trinken alle an dieser Stelle. Das ist halt interessant, das kannte ich noch nicht. Aber mich würde halt interessieren, ob ich ihn jetzt trotzdem da packen kann. Ich denke nämlich schon. Dann werden wir es gleich ausprobieren. Ist das zu weit? Ich weiß halt nicht, ob ich da gut hochkomme. Das ist halt die Frage. Okay, er ist runtergejumpt. Er hat aber reagieren können. Okay, so schlecht scheint der Ort nicht zu sein. Interessant. Kann ich mir auf jeden Fall merken. Habe ich jetzt dazu gelernt, dass man dort trinken kann. Aber es ist halt trotzdem riskant. Allein schon der Weg dahin ist halt riskant. Da muss man nur einmal abrutschen vom Stein und dann hat man ein Riesenproblem. Ah, das sind Kompis, glaube ich, die da schwimmen. Aber ansonsten ist hier nichts. Das ist ja entspannt. Da wäre ein Pteranodon. Oh, hier ist ein anderes Croc. Oh, ein großes. Hey. Kann ich dem vertrauen? Was meint ihr? Ich schwimme einfach mal vorbei. Ja, ich wollte eh hier weg. Mal Gas geben. Haben wir das auch hinter uns gelassen? Das ist doch schon mal gut. Und dann schwimmen wir weiter, weil da war irgendwie gar nichts los. Ich hoffe mal, beim nächsten Ort ist ein bisschen mehr los, aber ich versuche jetzt erstmal ein bisschen Luft zu schnappen. Oder vorne schnupper ich auch einiges an Diäten. Vielleicht sollten wir doch nochmal abtauchen. Raptor? Das ist ein Raptor, ja. Das ist was für unsere Diät? Ah, ist es tatsächlich. Dann essen wir es natürlich. Das ist sehr gut. Hier ist noch ein Croc. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Ah, das passt schon. Es wird wahrscheinlich ein kleines sein, wenn es mich nach Essen fragt. Bis jetzt ist hier echt tote Hose. Ich
gehe jetzt aber wieder Richtung Center, also da, wo am meisten los ist. Und da werden wir hoffentlich Beute finden. Also jetzt hier im Westen, Nordwesten war nicht viel los. Was eigentlich eher selten ist, weil also da ist eigentlich auch meistens viel los. Das ist ein kleines Croc. Das lassen wir mal in Ruhe. Kannibale wollte ich heute nicht werden. Ich werde mich aber verteidigen, falls mir irgendwas zu nahe kommt und ich dem Ganzen nicht traue. Also, da werde ich dann nicht warten, bis ich hier den ersten Biss kassiere. Oh, da vorne ist irgendwas. Ich glaube, das ist ein Stegus. Muss ich mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Am besten so, dass die mich nicht sehen. Ist immer ein bisschen tricky hier bei diesen ganzen flachen Gewässern. Aber ich versuche es mal, mich hier so durchzuschlängeln. Da ein kleines bisschen werde ich jetzt rausgucken. Ah, es geht. Die trinken halt gerade. Aber es ist, glaube ich, die Stelle, wo man trinken kann. Also wo es halt flach genug ist. Ach, schade, schade. Ich habe es leider leicht verpasst von der Zeit. Die hauen wieder ab. Aber die anderen Crocs warten hier auch schon. Aber die scheinen alle entspannt zu sein, die Crocs. Das ist cool. Vielleicht können wir heute mal eine große, friedliche Kroko-Runde hier machen. Soll ich den mal hier erschrecken? Sieht fast so aus wie ich. Wir könnten Geschwister sein. Ah, da oben sind die noch. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Ich würde ja auch gerne mal gegen so einen Stego fighten, auch so ein bisschen mehr. Aber wenn die da mit dem Stachel sind, ist immer schwierig. Ja, guck mal, die sind aber auch an der Stelle, wo man gar nicht rankommt. Halt super flach. Ich glaube, die sind aber auch auf Krawall aus, oder? Ich glaube, die wollen uns hauen. Was sollten die sonst hier gerade machen? Jetzt zeig doch mal dein Köpfchen hier im Wasser. Oh, da ist was. Uns direkt gepackt. Und der andere wollte auch direkt. Kannst ruhig essen. Was willst du, hä? Wir haben schon einen deiner Tenno-Freunde. Ja, komm doch. Stegos sind halt echt keine potenzielle Beute zum... Also vor allem nicht an so einer Stelle. Das ist halt echt schwierig. Weil ich muss hier so weit aus dem Wasser und dann kann ich vielleicht einen Hit auf den Kopf machen. Er dreht sich um und hittet mich mindestens 2-3 Mal. Wenn nicht sogar öfter. Und ich werde auf jeden Fall mehr Leben verlieren. Ich glaube, die einzige Chance, wie ich Stegos vernünftig angreifen kann, ist, wenn ich die beim Wasserüberqueren erwische. Also wenn die gerade durchschwimmen. Ich glaube, das könnte halt funktionieren. Ansonsten ist das schwierig. Oh, das ist ein, der Kano ist interessant. Vielleicht kann ich den snacken. Ah, da holt sich leider irgendeine Beute da. Ich werde es ein, zwei Mal in den Stego, glaube ich, reinhacken und dann
Mal gucken. Krieg ich es hin, den anzuknabbern und keinen Hit zu kassieren? Aua. Ja, und Schweifhieb gekriegt hinten. Ha, ich habe ihn getroffen. Er mich aber auch, glaube ich. Oh, wie wütend die sind. Ist das schön. Ah, was wollt ihr machen? Kommt doch her. Ein bisschen Spaß hier mit denen haben muss auch mal sein. Aber ich muss jetzt was zu essen suchen. Vorne ist ein anderes Croc. Schwimmen wir runter. Und beobachten mal ein bisschen. Das ist auch ganz ausgewachsen, oder? Aber ich schwimme vorbei. Das ist alles gut. Hey, wanna group? Okay. Okay, das wäre krass, wenn wir zu zweit beide groß sind. Dann zu zweit was machen. Das wäre crazy. Ach, sogar ein Deutscher. Den Fluss runter soll es wohl einen Kannibalen geben. Das heißt, den werden wir uns jetzt mal schnappen. Oh Gott, ey, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber ich meine, wir sind beide komplett ausgewachsen, glaube ich. Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr stark gemeinsam. Ich hoffe, ich kann ihm vertrauen, aber ich denke schon. Ja, es wird langsam heller und wir sind gleich da. Könnte spannend werden. Also das Kannibalenkrokodil soll wohl eine sehr dunkle Hautfarbe haben. Er hat ihn in der Nacht vorhin gar nicht erkannt oder fast gar nicht gesehen. Deswegen war es jetzt umso wichtiger, dass wir auf den Tag gewartet haben. Ich hoffe, das ist jetzt noch da, aber eigentlich ist nicht so viel Zeit vergangen. Okay, er greift an. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich da reinhacken soll. Ach, das ist das hier. Wir haben's. Good job. Sehr schön. Sehr, sehr gute Arbeit. Hier liegen auch die ganzen Krokoleichen. Sehr, sehr gut gemacht, Dominik. Er hat auch echt viel getankt, glaube ich. Also ich habe ja kaum was abbekommen.
Doppel-Death-Roll jetzt hier. Die ganzen kleinen Crocs können sich jetzt wieder frei bewegen. Wir sind Helden. Gut, dass er das gesagt hat. Und gut, dass ich ihn getroffen habe. Hätte ich Dominik nicht getroffen, hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Weil dann wäre ich einfach in den reingeschwommen und dann hätte er den First Strike wahrscheinlich gehabt. Kommt her, ihr kleinen Racker. Ich geh mal ein bisschen an Land spazieren. Warum denn nicht? Bin da noch relativ full life. Dominik muss halt ein bisschen reggen. Aber der passt dann halt auch ein bisschen auf, dass im Wasser nichts passiert. Also zu zweit zu sein ist, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Beide ausgewachsene Dinos, das ist schon heftig. Kommt her. Sind ganz schön viele Ceratos. Kommt. Okay, Dominik ist erstmal leider weg. Vielleicht finden wir ihn ja gleich nochmal wieder. Sieht ja ähnlich aus wie wir. Und die Stress? Okay, die wollen wirklich Stress. Bleib hier, kleiner Raptor. Bleib hier. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh, fuck. Müsste wieder ins Wasser. Aber ich bin super tanky, glaube ich. Na, mit der Ausdauer muss ich ein bisschen aufpassen. Aber guck mal, die können mir halt nichts. Die haben ja kaum Schaden gemacht. Schaut euch das mal an, wie die in mich reingebissen haben. Die haben halt null Chance. Ich kann halt einfach hier chillen. Halt einfach die Ausdauer, die mich ein bisschen gerade gestört hat. Ich konnte nämlich nicht mehr diesen Alt-Hit machen. Das war ein lustiger Fight. Ich hätte nicht sprinten sollen an Land. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich will eigentlich nochmal eine Runde 2, aber wenn ich Ausdauer voll habe, ich gehe gleich nochmal an Land. Ich mach die auf jeden Fall platt. Ich glaube, alle 5 besiege ich. Also so wenig Schaden, wie die mir gerade gemacht haben. Oh nein! Ich habe auch keine Ausdauer. Ich glaube, das ist unser Ende. Oh nein. Das war's. Es ist vorbei. Nein. Renekton hat's erwischt. Oh Mann.
Es war trotzdem eine krasse Zeit mit Renekton. Wir haben super, super lang überlebt. Und ich wusste irgendwie, dass wir irgendwann durch Croxed sterben. Es musste einfach passieren. Was will man machen? Ich hoffe, diese Folge mit Renekton, dem Deinosuchus, der jetzt nicht mehr lebt, hat euch sehr gefallen. Falls ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Das wird mich sehr unterstützen. Und schreibt jetzt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Das Video ist jetzt vorbei, aber ich lasse im Hintergrund noch so ein paar Clips von Renekton laufen, denn ich möchte nicht, dass ihr anhand der etwas kürzeren Folgenzeit gespoilert werdet, dass Renekton in diesem Video gestorben ist. Das ist der einzige Grund, warum jetzt hier diese Clips noch laufen. Ich ziehe gerade halt das Video so ein bisschen künstlich in die Länge. Aber ich habe auch noch eine interessante Sache aus dem Schnitt, beziehungsweise eine Sache, die mir im Schnitt aufgefallen ist. Denn mir ist aufgefallen, dass der Deinosuchus, der mich am Ende getötet hat, ich glaube vom Skin genauso aussah wie Dominik. Und ich könnte mir halt irgendwie vorstellen, also das ist jetzt so eine Theorie, die ich habe. Vielleicht war Dominik der Kannibale, der da die Kleinen getötet hat, ist dann da geflohen vor dem anderen Großen, ist zu mir geschwommen, hat mich benutzt und halt in seine Gruppe geholt, um dann den anderen Großen auszuschalten. Und dann hat er letztendlich bei mir diese Masche angewandt von wegen, ich gehe mal kurz essen, um aus der Gruppe zu gehen, damit ich keinen Verdacht schöpfe, und hat mich dann aus dem Hinterhalt mit einem Kumpel getötet. Weil da kam ja auch noch so ein anderer Deinosaurus dazu. Ist halt nur eine wilde Theorie. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also mich hat halt dieser Skin sehr stutzig gemacht, dass der, glaube ich, komplett gleich aussah. Das ist mir beim Spielen auch nicht aufgefallen. Erst jetzt hier im Schnitt. Aber das muss halt auch nicht so sein. Das ist halt nur eine Theorie meinerseits. Aber mich würde mal eure Meinung dazu interessieren in den Kommentaren, was ihr denkt. War es Dominik, der mich getötet hat? War es ein anderer Deinosaurus, der genau gleich aussah? Man weiß es nicht. Wirklichkeit oder Fiktion? X-Faktor. Das und nein. Ja, das war es jetzt auch. Jetzt laufen jetzt noch ein paar Clips. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.